Amanda, so ganz allein bin ich nicht. Der Kollege, der Volker Heizmann, ist natürlich dabei, aber der ist so unentschlossen, was er anziehen soll. Der hat so viele tolle Kostüme da gesehen, dass er jetzt noch lange überlegt, ein spektakuläres Kostüm rauszuziehen. Das Problem ist ja mittlerweile, wenn man so als Kamerarist unterwegs ist, als Comedian, als Komödiant, ob man noch alles sagen darf, wie man will. Man möchte auch niemanden verletzen, man möchte niemanden benachteiligen. Es ist nicht so leicht und es wird ja auch gegendert. Heutzutage wird alles gegendert. Nee, das heißt nicht gendern. Gendern ist, wenn in Sachsen ein Boot umkippt. Gegendert und da muss man sich auch erst dran gewöhnen. Das kann man sich nicht so leicht umstellen. Man kann nicht alles gendern. Wie würden Sie jetzt dabei gendern ein herrenloses Damenfahrrad mit Ständer? Also man kommt manchmal an seine Grenzen. Und stellen Sie sich vor, es gäbe eine Witzprüfstelle, wo eben Faschingsleute, Kabarettisten kommen könnten und einfach mal überprüfen lassen würden, ob ihr Programm tauglich ist für die heutige Welt. Und so, so eine Situation wollen wir mal zeigen, wie das ausschaut. Ja. Hallo, hier ist Gwendolyn Quatschi, der Pointenkiller. Ich bin Humorist, Witzeerzähler. Jetzt hat er mir nicht gesagt, dass der sowas anzieht. Ich weiß genau, wo Sie hinschauen, ne? Also, ganz kurz, das kostet mich auch Überwindung. Ich wollte nur. Also, so, Sie sind hier bei der Witzprüfstelle, also. Genau, ich möchte Sitzungspräsident werden in Veit-Zöchheim und möchte die Witze prüfen lassen. Na ja, fangen Sie mal an. Hören Sie mal an. Also, wenn ich auf die Bühne komme, ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren im Geschäft, ja, da mache ich gleich einmal eine Witze-Rakete, zündig da. Und dann komme ich rein und dann lachen die Leute, das auch hier den ersten Witz. Treffen sich zwei Jäger im Wald, beide tot. Und dann liegen die alle voll Lachen unter den Tischen. Und das können Sie doch nicht sagen, Jäger. Wenn da Kinder im Publikum sind, die hören Jäger, die denken sofort an Bambi. Die sehen sofort das tote Muttertier in der Blutlache liegen. Und das Bambi mit den großen, rehbraunen Augen, da füllt sich das Wasser. Die Kinder haben ja ein Traumata bis zum Ende ihres Lebens. Ich habe auch Kinderwitze im Programm. Kinderwitze? Ja. Gehe ich durch Veit-Zöchheim, treffe ich den kleinen Hansi. Sage ich, Hansi, du bist doch der Sohn vom Ziegenficker. Nö. Also, bitte, das ist ja wohl. Das können Sie nicht machen, da kriegen Sie ja gleich Probleme mit dem Erdogan. Was machen Sie? Die Peter schickt Ihnen eine Demonstration vors Haus. Ja? Ja, was sind wir denn da? Ja, ich habe auch vegane Witze. Vegane Witze? Ja. Kommt ein Veganer auf den Bauernhof, sagt er. Grüß Gott, Herr Bauer, wo überwinden denn Ihre Schweine? Sagt der Bauer, in der Büchs. Also passen Sie mal auf. Vegane Witze, die kann man sich schinken, ja? Sie brauchen mit Dosenwasch kommen, die Massentierhaltung wieder unterstützen, wo die armen Viecher eingepresst sind in kleine Stallungen. Ja, wo kommen da hin? Apropos Massentierhaltung. Kommt eine dicke Frau in den Kostümverleih. Ja? Sagt die, ich möchte heuer zum Fasching als Schneeflöckchen gehen. Sagt die Verkäuferin, wissen Sie was? Da lassen wir am Kostüm die Nähte raus, gehen Sie als Lawine. Ja, über die Dicken kann man sich ja lustig machen. Die Dicken wieder. Ne, die können wir ja nichts tun. Laufe ich davon, die kommen nicht hinterher. Wussten Sie überhaupt, dass übergewichtige Frauen länger leben als Männer, die Sie darauf hinweisen? Eine dicke Frau, die nichts dafür kann. Entschuldigung, was ist jetzt mit der dicke Frau, die nichts dafür kann? Eine Schwangere. Ja, die kann doch auch was dafür. Ja, aber nicht. Sondern. Also, eine Schwangere kommt zum Bäcker, sagt sie, ich bekomme ein Brot, sagt der Bäcker. Sachen gibt's. Das sind Gags. Zum Bäcker. Der Bäcker muss natürlich ein Mann sein. Traut man einer Frau wohl nicht zu, dass sie das Bäckermeisterwerk erlernt, dass sie ihren Meisterbrief macht? Ja? Die kann eine Frau ja wohl nicht. Ist ja zu schwer oder wie? Warum muss die Rapunzel blond gewesen sein? Oh, dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Da war kein Eis. Ja, Freddy war doch kein Eis. Also, warum muss die Rapunzel blond gewesen sein? Hm? Weil sie uns die Tür aufgemacht hat. Welche Tür? Ja, die Tür! Im Turm, die Tür! Im Turm, die Tür? Da hinten im Turm. Es war ein runder Turm. Wo ist denn beim runden Turm bitte hinten? Gegenüber. Gegenüber ist die Burg. Da am Steg vorbei. Da ist kein Steg. Rolltreppe. Und außerdem,
Denken Sie mal genau nach, die war intelligent, die blonde Frau. Weil sie hat ihr Haar heruntergelassen, damit der Prinz hinaufklettern kann. Ein Schwarzhaar, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ein Rot ist sowieso nicht, aber die Blonde war so gescheit und hat es runtergelassen. Stellen Sie sich mal vor, der Prinz wäre in dem Turm gewesen. Was hätte denn der Prinz hinunterlassen sollen? Und wenn er das Rapunzel gesehen hätte, dann wäre es ja in die andere Richtung vielleicht gegangen. Ich hab einen Knaller. Sagt der Lehrling zum, sagt der Lehrling. Auszubildender innen. Wenn es ein Dachdecker Lehrling ist, dann ist es außen. Das heißt, ne, das ist ganz egal, trotzdem. Auszubildender außen. Auszubildender innen. Ein Dachdecker kann doch nicht innen das Dach decken. Wäre ja nass. Der wird doch nicht nass, der deckt doch das Dach nicht, wenn's regnet. Also ein Auszubildender innen sagt zum Meister. Meister innen. Lustig, ne? Ja. Ein Auszubildender innen sagt zum Meister. Kann ich gar nicht Witz erzählen, jo. Entschuldigung. Auszubildender innen sagt zum Meister. Ruhe. Sagt zum Meister innen. Meister innen, das Fenster habe ich gestrichen. Soll ich die Rahmen auch noch streichen? Brille! Ganz toll. Ganz toll. Normalerweise ist ja, normal, wenn Sie keine Witze erzählen können, dürfen Sie uns keinen Vorwurf machen. Wie wollen Sie da Sitzungspräsident? Ich mache überhaupt nichts kaputt, ich weise Sie nur darauf hin, an die gefährlichen Stellen. Wie wollen Sie Sitzungspräsident werden, wenn Sie solche Witze erzählen? Passen Sie mal auf, eine Chance gebe ich Ihnen noch. Ich will jetzt einen korrekten Witz von Ihnen hören. Ansonsten können Sie das streichen mit dem Sitzungspräsidenten, ja, das sage ich Ihnen. Zwei Männer innen gehen auf ein Gartenfest. Dann kommen sie an das Gartenfest, gehen durch das Gartentor auf das Gartenfest. Einige Stunden später bei Dunkelheit gehen sie wieder nach Hause durch das Gartentor, sagt der eine Männerin zum anderen Männerin, na, wie war's? War toll, ich war einmal auf dem WC. Die haben sogar ein goldenes Kloschüsselchen. Hab ich nicht gesehen, sagt der andere. Einen Tag später, der eine Männerin geht noch mal zum dem Gartentor, durch das Gartentor, schellt an der Gartenglocke innen außen, kommt die Frau des Hauses innen nach außen und sagt, was möchten Sie denn? Ja, wir waren gestern da, mein Freund hat geschwärmt von dem goldenen Kloschüsselchen, das möchte ich mal sehen. Dann sagt die Dame des Hauses innen außen, ach, jetzt wissen wir endlich, wer in die Tuba geschissen hat. Liebes Publikum, Sie kennen die beiden. Seit 25 Jahren sind Sie dabei bei Fasnacht in Franken. Zwei ganz liebenswerte, charmante und zauberhafte Kollegen. Innen. Manchmal. Von der Komödie führt Volker Heißmann und Martin Rassau. Auf die beiden! Ein dreifach donnerndes Martin! Hello.